In Gudensberg wird vom niederländischen Fleischkonzern Bluecorn ein riesiger Geflügelschlachthof betrieben. Laut Aussage des Betreibers werden ca. 28.200.000 Tiere pro Jahr im Betrieb geschlachtet. Der Geflügelschlachtbetrieb Bluecorn leitet die in der eigenen Kläranlage geklärten Abwässer nach einer Genehmigung des Regierungspräsidiums Kassel in den Goldbach. Eine neue Erlaubnis wurde am 28. April 2022 befristet auf 3 Jahre erteilt. Die Kläranlage wird wasserrechtlich bis zu 4-mal pro Jahr durch die zuständige Wasserbehörde im Rahmen der staatlichen Überwachung kontrolliert. Das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie in seiner Stellungnahme vom 25. November 2021. Zunächst möchte ich hier nochmal wiederholen, dass der industrielle Direkteinleiter Bluecorn Gudensberg GmbH keine Einleitererlaubnis für den Goldbach aus Gewässerschutzgründen erhalten hätte dürfen. Auch der oberhalb der Einleitung festgestellte schlechte ökologische Zustand spricht einer weiteren Einleitung von Abwasser klar entgegen. An anderer Stelle ist zu lesen, der Einfluss von Spurenstoffen und multiresistenten Keimen wurde nicht untersucht. Es ist anzunehmen, dass aufgrund des geringen Verdünnungsfaktors Fließgewässerorganismen geschädigt werden und insbesondere eine potenzielle Gefahr für Spinnenkinder besteht. Die Agrarwende Nordhessen hat auf eigene Kosten Wasserproben entnommen. Es handelt sich um Stichproben, wobei die zweite Probe vom Unternehmen gestattet wurde und terminlich bekannt war. Die Ergebnisse spiegeln die jeweiligen Zeitpunkte wider. In einer Pressemitteilung erklärt die AGA, die Abwasserproben haben keine signifikante Verkeimung nachweisen lassen. Außerdem zeigen die Laborwerte, die zeitgleich von einem anderen Labor im Auftrag von Bluecorn ermittelt wurden, vergleichbare Werte. Daher lässt sich erfreulicherweise aus den gemessenen Werten keine Gesundheitsgefährdung der Bevölkerung ableiten. Dies ist allerdings leider keine Entwarnung für Konsumenten von Fleisch aus der sogenannten Intensivtierhaltung. Auch die Keime und sonstigen Emissionen wie zum Beispiel Ammoniak, die im direkten Umfeld von Mastbetrieben mit Großstellen auftreten, belasten Mensch und Umwelt. Deshalb lehnt die Agrarwende Nordhessen neben ethischen Gründen als Dachorganisation der Nordhessischen Bürgerinitiative die Massentierhaltung weiterhin entschieden ab. Soweit die Pressemitteilung der AGA. Die beiden Abwasserproben sind aus meiner Sicht jeweils eine Momentaufnahme, die Anlass geben sollten, die behördlichen Prüfungsvorgaben zu erweitern. Die Untersuchung des Goldbachwassers auf Spurenstoffe wie Arzneimittel und multiresistente Keimen sollte von behördlicher Seite standardmäßig aufgenommen werden. Die Untersuchungsergebnisse sind öffentlich bekannt zu geben. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser.